Okay. Moin Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mario Kart. Wir spielen heute dieses Mal nicht die VS oder Mario GP Challenge, sondern die Battle Challenge. Also wir müssen gegeneinander uns battlen und uns gegenseitig ausschalten. Genau das haben wir vor und verzeiht uns erstens. Wir waren heute im Freibad. Wir waren im Freibad, also falls unsere Frisuren oder unsere nasalen Stimmen euch stören, dann schaltet das Video aus, gebt ihm einen Daumen nach oben und deabonniert. Hier ein Ausschnitt aus dem Freibad. Gut, dann lass uns beginnen. Ne? Leute, wir haben beide unsere Brillen nicht auf, das heißt, wir sind beide gleich gehandicapt. Genau. Für Battle nehme ich Wario natürlich wieder. Ja, dann nimm mal Wario mal wieder. Jo. Und Tobi, du wirst jetzt rasiert. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Machen wir das irgendwie mit Bestrafung oder machen wir keine? Wir machen mit Bestrafung, natürlich machen wir mit Bestrafung. Wir spielen bis 10 Punkte, Verlierer. Ja, machen wir 5. Wer als erstes 5 Punkte hat, gewinnt. Ich würde sagen, die Bestrafung schreibt ihr selbst in die Kommentare. Genau, die Bestrafung schreibt ihr uns unten in die Kommentare. Ich habe ja im Minigolf-Video, das parallel hierzu online geht, habe ich gesagt, ihr sollt uns Vorschläge machen, dann nehmen wir uns da was raus. Okay, das heißt, das nächste gemeinsame Let's Play von uns beiden beginnt erstmal mit der Bestrafung hiervon. Genau. Und dann spielen wir dann das nächste Spiel. Aber jetzt erstmal hier Battle Mode. Ja, los jetzt, Big Donut. Ja, Big Donut, natürlich. Das fängt also easy. Ich habe jetzt auch eine Knöpfe komplett umgestellt, ne? Ja, alles ausreden, Brother. Tobi. Wieso ist mein Startknopf jetzt so weit? WTF? Wo bist du, Brother? Warte. Ja, was ist dein Problem? Mann, wieso ist mein... Warte, wir müssen das unbedingt... Jetzt meine Schilder. Stopp, Matthias. Ja, und da habe ich aber noch einen Stern hinterher. Ach, du hast mir den geklaut, du Arsch! Nein, ich habe gerade noch einen gesammelt. Ja. Hä, wieso gibt der manchmal Mann, Gas? Wieso sind meine Knöpfe immer noch so? Was? Ich habe rückwärts geschossen und getroffen und dann geht das nicht, weil du einen Stern hast, du Arsch. Ja! Nein, und ich bin deine Banane. Und du wurdest nicht getroffen von meiner roten Schildkröte? Nö, irgendwie nicht. Ja, dann war das eine Bombe! Wie arschig bist du? Ja, was ist das denn? Nein, was ist das denn? Ich hab gecampt. So wie Wario da auf dem Bild aussieht, so fühle ich mich auch gerade. So, es steht jetzt 1-0 für mich. Okay, so, Course Change. Okay. Ich probiere jetzt erstmal meinen Trick anzufahren und hat nicht geklappt, ja gut. Blockfort ist eigentlich mein Lieblingslevel für Battle, muss ich ja schon ehrlich mir eingestehen. So, vor allem, so, weil diese grünen Schildkröten einfach endlos dann in Gebrauch sind. Echt, siehe dann. Ja, warum warst du denn weg? Ach, du bist da oben. Ich bin da oben. Ja, und du hast sie da runtergeschossen. Was bist du denn? Ja, ich hab halt Zweck, ne? Ja, du hast nicht... Tobi, Widerstand ist swaglos. Wo bist du denn? Du campst da so oben rum, ey. Das ist mal wieder ganz... Was heißt denn campen? Ich versuche hier den Berg hochzukommen, aber der rückwärts war knapp. Ja, das ist so nervig. Nein, ich mach runter. So, friss meine grüne Schildkröte, du Arsch. So. Friss den ersten. Sag, friss meine rote Schildkröte, du Arsch. Friss meinen dritten Pilz, du Arsch. Friss sie. Warum trifft die dich denn nicht? Was ist das denn für eine Behinderung? Behinderte Schildkröte. Ja. Ist die denn irgendwie komisch im Kopf? Und dann hast du so ein krasses Schutzschild um mich herum. Und ich auch. Friss, als ob ich davon angegriffen werde, wenn ich doch die Schildkröte mehr habe als du. Ist ja mega unfair. Und dann wurde ich von irgendeiner von dir getroffen, Penner. Friss meine Schildkrötenstern. Ja, oder wo ich schon wieder. Was? Wieso hast du so viele Bananen? Ja, eine Banane. Eine Banane. Komm schon. Was? Und da hast du den Stern? Ist das dein Ernst? Das war. Ich hab glaub nicht gewartet. Ja, 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 Brother. Friss meine rote Schildkröte, du Arsch! Ja, Mann! 1-1, Bruder, ja, ernst! Ja, ich nehme dieses Spiel eventuell leicht zu ernst. Double Deck. Double Deck. Okay. Also 1-2-1. Jetzt Gas! Wie? Wow! Was? Was ist das denn? Gerade ausgefallen, ich Idiot. Hä? Schade, schade, Schokolade. Schade, schade, Schokolade? Ja, ja, das ist schade, Schokolade. Nein, ich kenne nur dies, das Ananas. Ja, jetzt bleib doch mal stehen, du kleiner Penner. Ja, ich sehe auf der Map, dass du genau hinter mir bist. Ja. Ja, wir sind Beyblade. Yes. Friss. Nein. Ja, fährst du in die eigene Bombe, oder was? Ich hab extra aufgepasst, welche das war, und ich bin trotzdem in die falsche reingepasst. Das ist einfach so, so dumm. Du musst ja mitsingen, wenn du einen Stern hast. Ah, ja. Dann weiß ich auch, dass du einen Stern hast. Ja, das ist ja voll dein Spoiler. Also. Okay, ich fahre jetzt mal gerade nach oben. Jetzt fährst du wieder runter. Oh, du bist so blöd. Nee, ich... Wir haben einfach genau die gleiche Ausstattung gerade. Stern im Petto und... Ja. Mega. Ja, jetzt bleib doch mal stehen. Okay, ich fahr jetzt. Ja, die nicht getroffen. Ja! Es tut mir leid, Papa, falls du das hörst. Aber Matthias, muss man wieder irgendwie so auslassen. Oh, Skyscraper, das kann ich. Skyscraper, like a skyscraper. Steht 2-1 für dich. Und jetzt Gas. Ja, was ist das denn? Ah, jetzt bleibst du stehen. Ja, oder triffst du keine einzige?
Ja. Yes, Mann! Friss meine Schildkröten, Bruderherz! Ich krieg hier die ganze Zeit nur so Kackkisten mit Bomben drin. Ich nehme die ganze Zeit nur Bomben ab. Ich hab grad ein Ei gelegt. Ich bin fast runtergefallen. Stirb, friss meinen Pick. Ja! Das hab ich schon fast gesagt. Da trifft mich die Schildkröte und ich fall runter und verliere noch einen Luftballon. Ich bin jetzt tot. Ja. Was ist passiert? Ja, ich hab... Ach, du hattest ja nur noch... Ich führe ja 3-1, Bruderherz! Du hast ja keine Chance mehr gegen mich! Ich besieg dich ja locker! So, und jetzt Big Donut in vernünftig, bitte. Und ohne... meine Knöpfe... Okay. Ja! Go, 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 Mario! Go, Mario! Go! Du bist so ein Idiot. Ja, egal. Ich hab auch Sagen gemacht. Ja, du hast ja auf meinem Bildschirm geguckt. Hab ich überhaupt nicht. Natürlich hast du. Ich hab's im Urin. Ja, was ist das denn für eine Redewendung? Ja, kennst du es nicht? Ich hab's im Urin. Nein, das war. Alter, lies mal ein paar Bücher, Bruder. Ja, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Bist du von der Eichel? Habt ihr das gesehen? Was ist passiert? Ich hab eine rote Schildkröte. Feuer sie nach vorne. Du bist hinter mir. Sie kommt zurück und tötet mich. Ja. Blockfahrt, weiter geht's. Dalle, dann ist das direkt das ist übernommen. Bruder! Nein, Bruder! Das gilt nicht! Das gilt nicht! Das ist unfair! Das gilt nicht! Es war viel zu einfach. Ich beantrage einen Punkt Abzug. Es steht 3-3. Wenn wir zwei, wenn es um die Wurst geht, machen wir mit 2 Punkten Abstand. Nein. So, es steht 3-3, Leute. Brother Hart. Bam! Oh, ich hätte dich ja fast erwischt. Du wärst ja fast draufgegangen, Bruder. Ja, hat der einen Stern. Ja, jetzt chill doch mal. Nein! 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 Stirb, du Mieter. Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Warte, ich komm wieder rum. Ja, weil du eine rote Schildkröte im Petto hast, ja auf dein Bildschirm geglotzt, du Arsch. Bleib doch mal stehen, Mensch. Da kann ich dich doch gar nicht umbringen, wenn du fährst. Mensch, das Mensch. Ja, halt's Maul, Herbert. Friss meine Banane, Arsch. Friss meine erste Banane. Dritte Banane, du Arsch! Nein! I'm the best! Das ist jetzt ein Matchball, Leute. Mercy, hast du Mercy? Keine hast du Mercy, das ist jetzt alles oder nichts. Yeah. Okay, ich muss jetzt gewinnen und danach auch, sonst habe ich keine Chance mehr. Puh, Leute, ich hoffe, ihr steht alle hinter mir. Bitte jetzt alle die Daumen drücken, das hilft mir gerade. Wurdest du von der Schildkröte getroffen? Nein, dein Stern. Mann, hör auf! Das ist ja sau unspektakulär, wenn du jetzt so gewinnst. Ja, jetzt habe ich dir sogar echt die Chance gegeben. Mann, ich habe ja nur noch den einen Stern. Ja, und dann hast du meine roten Schildkröte weggeballert. Das ist eigentlich die stärkste Waffe, die man hier haben kann. Ja. Ja, was ist das denn? Nein. Doch! Doch! Ich hab dich getroffen, du mieser Dreckskerl! Wieso beleidige ich dich so? Ich hab gewonnen, aber wir machen trotzdem noch eine Runde. Hör mal auszugleichen. Hör mal auf zu heulen. Matthias, du hast dir gerade die Chance zu gewinnen. Wieso gewinnen? Ja, du hast gewonnen, Tobi. Es ist ja vorbei jetzt. Als ob der jetzt schon direkt aufgibt. Wir können noch ein Rennen spielen, aber das war's dann auch. Okay, machen wir ein Versus-Battle? Ja. Nee, wir machen so. Wenn ich das jetzt gewinne, dann gibt es noch ein Entscheidungs-Battle hinterher. Ja. Wenn ich das jetzt verliere, bist du der Doppelking. Ja. Ey, wieso 100? Wir wollen 150. Dann gibt's da noch schlimmere Bestrafungen. Ja, finde ich gut. Toad all the way. Wario all the way, brother. Flower Cup oder so. Vom Style her. Nein, die konnte ich nicht. Du machst das extra. Damit nein, Flower Cup. Nein, das freue ich nicht. Ja, okay, nee, jetzt Star Cup. Nein, dann machen wir Flower Cup. Ja, welches denn? Digga, was? Rain Schoko Rain? Mountain. Ja, da bist du so gut, du. Ja! Du bist so gemein. Hier bitte Trollface drauf animieren. Ja, so gut bin ich da jetzt auch nicht. Ja! Ja! Dann krieg ich einfach nicht den Blitzstart. Das ist einfach viel zu schnell. Easy, brother. Und dann hast du auch noch diese Kisten eingesammelt, ich nicht. Matthias, das ist ja überhaupt nicht fair. Ich hab schon vorher gewonnen. Ja, das steht fest. Na, als ob die rote Schildkröte vorne rum durch das Level rast, statt nach hinten. Hier, frisst du also Penner. Ja, easy. Ja, und dann hänge ich an diesem Berg fest. Hä, und dann macht man so A? Ja, dann macht er A. Ist ja mega dumm. Ach. Frisst du also Penner? Ja! Bist du meine Banane gefallen? Ja, natürlich. Nice, brother. Ja, und dann auch noch die Schildkröte, willst du mich verarschen? War das eine rote? Eine grüne. Hä, wo kommt die denn her? Ja, von dir, die du rückwärts am Anfang geschossen hast. Als ob das komplett ja gut ist. Ja, und dann gleich in die Bombe rein, willst du mich verarschen? Ist ja mega nice. Ja, weil das die Strecke ist, die einzige ist, die du kannst. Nein, und dann knall ich in eine Bombe. Egal, ich schaff das noch, ich weiß das. Ja, friss meine Banane.
Du hast einen Stern. Oh nein, ist das... Ich hab so... Ja, da kommt meine rote Schildkröte. Nein, wieso zieht die denn an dir vorbei? Die ist doch für dich bestimmt. Ja, ich war... Ich hatte eh einen Stern. Ja. Das musst du dir im Schnitt nachher angucken, den Pilz gerade. Jetzt habe ich dir das... Ah, ja, geklaut. Sieht ja einfach unsichtbar an mir vorbei. Was ein Weichei bist du denn? Ey, das ist ja schon letzte Runde. Das geht ja viel zu schnell. Oh nein. Das geht ja viel zu schnell. Friss meinen ersten Pilz. Friss meinen zweiten Pilz. Friss meinen dritten Pilz, Bruder! Ja. Im Pilz überholt. Das ist so dumm. Ich war so gut, ich hätte das gewonnen. Und die rote Schildkröte. Das ist ja mega. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Zweimal Matthias abgezogen habe, dürft ihr natürlich eine krasse Bestrafung unter die Kommentare schreiben, die Matthias dann vollziehen muss. Aber für Bestrafungen bitte nicht sowas wie hier, ja, Ohrfeigen oder so, das ist so ein bisschen. Oder irgendwie was low. Essen, das ist auch eklig. Was Kreatives. Ja, macht lasst euch was Kreatives einfallen. Jo, ansonsten würde ich sagen, ich habe dich einfach haushoch besiegt gerade. Ist ja ich hab überhaupt. Dich einfach besiegt. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das hat ihnen ja nicht gefallen, ich habe ja verloren. Dann gefällt das doch niemandem. Daumen nach oben, Freund. Zu meiner linken Seite seht ihr das letzte Video, das war das letzte Let's Play. Und zwar das Zelda Ocarina of Time Let's Play Part 9. Und hier unten seht ihr das letzte Let's Play mit meinem Bruder. Das war eben der erste Part Mario Kart. Schaltet ein, wenn ihr Bock drauf habt. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Outro und jetzt schaut ist das auf Video vorbei. Hallo, schaut natürlich auch mein Bruder auf dem Kanal vorbei. Und dann würde ich sagen, ich muss mich tun. Okay, jetzt können wir. Ciao. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Schaltet dann ein. Ciao. Hast du gerade jeden Suizid begangen? Ja. Ich habe ein Loch in meine Socke gemacht mit diesem Laserschwert. Ja. I'm fine. Oh, ein Kabel. Jetzt kommt die wichtige Frage. Wollt ihr, dass ich mit diesem Laserschwert in meine Augen stecke? Warum? Ja, komm, das ist ja aus. Woher? Ich lasse das so ungeschnitten. Ja, als ob!